Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit Nizi. Ich habe ja draußen schon mal ein bisschen weitergearbeitet, natürlich nicht an meinem Stall, das möchte ich euch nicht vorenthalten, aber ich habe hier ein bisschen Terraforming gemacht, weil ich gerne die Terrasse noch eine Ebene höher setzen möchte und die Treppe kommt dann hier hinten weiterhin, so dass wir eine Terrasse haben, die ein bisschen erhöht wurde. Dann passt das hier auch, dann kann ich ja einfacher langlaufen. Und das werde ich auf jeden Fall noch abändern. Bei dem Stall hatte der Cedric geschrieben, er würde da mit Holz arbeiten. Und die Idee fand ich eigentlich auch ganz gut. Und zwar würde ich dann direkt in der oberen Etage ein bisschen, also die Wände aus Holz machen und das als so eine Art Heuboden nutzen. Das hatte der Cedric vorgeschlagen. Das fand ich ganz toll. Bin mir noch nicht sicher. Ich denke, ich werde dann auch halt so ein Bilder dran setzen auf jeden Fall. Und eigentlich würde ich den ganz gerne dann nach hier offen lassen, aber dann wird das Dach zu hoch, glaube ich. Es wird sowieso ein Riesendach, vermutlich. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und ich würde gerne den Stall hier vorne, dass man hier so lang laufen kann, und hier würde ich gerne auch noch so einzelne Boxen eventuell reinsetzen. Und ich hatte ja gesagt, ich würde hier eventuell nur Gitter reintun. Vier Stück hatte ich noch. Oder ich nehme Holz. Das Holzzäune könnte man da auch reinsetzen. Ich hoffe, das läuft. Gestern kam keine Aufnahme. Das lag zum einen daran, dass ich ein bisschen beschäftigt war und nicht aufnehmen konnte. Und dann wollte ich aufnehmen und da war mein Internet so schlecht, dass ich Verzögerungen von ein paar Sekunden hatte. Das konnte ich euch leider nicht zumuten. Deswegen eine Aufnahme halt gestern nicht. Also ist keine Aufnahme gekommen dafür heute. Ja, hier habe ich auch noch ein bisschen Erde aufgeschüttet. Das heißt, ich werde mir dann hier meine Felder hinbauen. Und der Kuhstall kommt ja weg. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich hier vielleicht einfach das Korn und die Früchte, die ich anbaue, also das Obst und Gemüse, hier einfach in den Kühlschrank laufen lasse. Also das heißt, ich stelle hier eine Truhe hin irgendwo und dann lasse ich das hier in den Kühlschrank laufen. Denn wenn wir ganz viele verschiedene Sachen anbauen, dann werden die Taschen so voll. Und ich habe dann auch keine Lust, das immer in Rucksäcke zu stopfen und wieder rauszuholen. Von daher können wir das dann in die Truhen reinschmeißen und dann hat sich das erledigt. So, hier werde ich auch erstmal Erde hinsetzen. Ja, ich fange mit der Terrasse schon mal an. Wir müssen ja jetzt nicht in jeder Folge mit dem Stall weitermachen. Das hat ja ein bisschen Zeit. Ich denke, so ein bisschen Abwechslung und vor allen Dingen will ich mir ja meine Laufwege ein bisschen vereinfachen, von daher. So, die Treppe lasse ich jetzt erstmal stehen. Jetzt wird es dunkel, das heißt, ich muss jetzt gleich erstmal schlafen gehen. Ich glaube, ich habe auch ein Bett dabei, da könnte ich ja auch draußen schlafen. Aber wozu haben wir denn das Haus? Du kannst nur nachts schlafen. Sieht auch immer toll aus, wenn hier die Sonne so untergeht. Könnte direkt irgendwie so ein Bild sein. Ja, ja. Da kommt der Mond. Die armen Kühe tun mir echt leid da in diesem kleinen Mini-Stall. Das wird echt Zeit, dass wir die dann mal umsiedeln. Ich werde da unten die Terrasse nochmal ein bisschen ausbauen und dann werde ich mal gucken, ob ich da Zauntore reinsetzen kann, wie das aussieht. Dann nehmen wir auch mal die verschiedenen Sorten mit. Die Saluntüren sind total top. Das haben auch einige geschrieben, dass die euch gefallen. Und man braucht die nicht anklicken. Man geht da einfach nur durch. Ne, auf die Tür muss ich draufklicken, damit die sich öffnet. Und die Saluntüren funktionieren vollautomatisch. Und ich habe Hunger, sehe ich gerade. Und die Baumfarm funktioniert, glaube ich, schon wieder nicht. Höchstwahrscheinlich sind da die Spitzhacken, wollte ich gerade sagen, die Äxte kaputt. Das müsste ich eigentlich auch hier wegnehmen. Da werde ich auch eine andere Sitzecke hinbauen, nämlich eine aus
Ach, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, aus welchem Mod, sodass wir uns dann da auch wirklich draufsetzen können. Könnte ich ja eigentlich noch mal. Nee, könnte ich nicht. Baue ich die jetzt aus Stein oder? Da haben wir Steinziegel. Ah, ich bin echt am Überlegen. Vielleicht sollte ich die auch aus Holz basteln. Nein, ich mache die aus Stein. Muss ich mal gucken, ob das mit dem Dach noch reicht. Eventuell setze ich das dann auch irgendwie. Das kann ich gar nicht höher setzen. Da muss ich einen ganzen Balkon versetzen. Das geht nicht. Das geht nicht. Also geht schon, aber es wäre. Dann wäre Neubauen wirklich einfacher als an- oder umbauen. Ich glaube, die Reihe nehme ich wieder weg. Dann haben wir hier nämlich einen sauberen Abschluss. Und da kommt dann auf jeden Fall Erde hin. So. Bauen wir noch ein bisschen größer, ne? Bisschen Platz brauchen wir schon auf der Terrasse. So, dann können wir hier nämlich sitzen, wenn schönes Wetter ist, ohne Überdachung. Das Dach muss ich auch noch abändern. Ist ja viel zu kurz. Hat mir auch kein Mensch geschrieben, dass das Dach nicht mehr passt. Noch. Zu dicht dürfen wir auch nicht an den Strand kommen. Das sieht dann auch wieder blöd aus. Und hier setze ich mal die Treppen gleich wieder hin, damit wir hier einfacher hoch und runter kommen. Und vor allen Dingen Licht, damit nicht wieder eine Million Monster spawnen. Ich würde mir hier eigentlich auch ganz gerne so einen kleinen Durchgang lassen. Damit wir dann da zu den Feldern kommen. Ja, ich glaube, das reicht auch an Terrasse. Ich könnte das auch noch weiter rausziehen. Also den Balkon. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Terrasse, ja, sieht ein bisschen komisch aus jetzt. Aber da können wir vielleicht noch Blumenkübel vorsetzen oder irgend sowas. Und hier auch noch. Eine Sitzecke machen. Eigentlich brauche ich ja hier. Doch, ich lasse hier auch einen Durchgang. Ach, das ist schon wieder viel zu viel Durchgang-Gedöns. Es passt mir nicht so ganz. Vielleicht sollte ich mir hier gar keine Terrasse hinbauen. Das ist alles nicht so einfach. Der Strand wird auch immer kleiner. So, wir lassen das jetzt erstmal so. Gut, haben wir die Terrasse erstmal grob gemacht. So, wie mache ich denn hier weiter? Ich hatte mir überlegt, ob ich hier das ein bisschen vergrößere. Das nehme ich hier erstmal weg. Das war die Mitte. Den mittleren Balken lasse ich praktisch erstmal stehen.
Denn die Durchgänge sind mir ein bisschen zu klein. Das gefällt mir noch nicht so. Ich könnte ja auch die erste Etage, also das Erdgeschoss, könnte ich ja ein bisschen höher machen und das Dach dann dafür kleiner. Also die Deckenhöhe halt, weil ein Stall ist ja nicht immer so niedrig. Ich wollte aber auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das mit den Zäunen hier aussieht. Kann man auch machen, würde ich mich aber auch, wenn dann, für Akazie entscheiden. Das sieht viel zu ungemütlich und nüchtern aus. Ich glaube, ich lasse dann da das Holz. Da haben wir auch, glaube ich, noch ziemlich viele von. Naja, 27. Wenn nicht, Akazien haben wir hier genug. Und da können wir dann auf jeden Fall noch was anbauen. Hier noch dicht. Ein Blick drauf werfen. Ist natürlich schade, dass jetzt da keine Fenster sind. Und rein theoretisch könnten wir ja dann die Kühe schon hierher holen. Dazu brauche ich aber irgendwie eine Leine, weil ich habe jetzt keine Lust, die mit Weizen hierher zu locken. Wundert euch nicht, ich werde die Kühe hier rüber holen. Ich finde das also wenn man die durchs Tor führen möchte, dann ist das immer nicht so einfach. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, eine Leine kann man sich auch anders bauen hier. Ah, cool. Leder und Fäden. Ja, super. Leder habe ich eigentlich auch nicht so. Also ich habe schon Leder, aber. Und Fäden. Jetzt habe ich vergessen, wie viele Fäden ich brauche. Ah, da kriegt man auch nur eine Leine. Das ist ja auch blöd. Also, eine hätte ich schon gerne noch. Ich habe so viel drin. Ich muss erstmal aufräumen. Tut mir leid, aber das muss auch sein. So, die Werkbank brauche ich nicht, aber das kommt woanders rein. So, erstmal alles das, was wir nicht mehr brauchen. Das werde ich nochmal hier drin lassen. Das hatte ich mir eingepackt, falls ich den Weg da vorne noch abändern muss bei der Terrasse. Hier, Werkbank kommt da rein. Und das. So, und dann haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Das haben wir auch fertig. Das brauche ich auch nicht mehr und den Rest nehme ich mal mit. Warum habe ich hier Knochenmehl? So. Dann bauen wir noch eine Leine. Dann kann ich wenigstens zwei Tiere auf einmal hierher transportieren. Zu viel Leder will ich dafür jetzt nicht opfern. So, aber the sun goes down. Schaffen wir das noch? Habe ich ein Bett dabei? So, du kommst jetzt mal als Erster mit. Du machst mir hier nämlich meine ganzen Felder kaputt, wie ich das so sehe. Den nehme ich jetzt mal einzeln. Hoffentlich passt der hier durch. Passt du hier durch? Das ist ja auch lustig, aber okay. So, komm her hier. Ach, schlafen wir gleich hier auf dem Podest. Gute Nacht. Und dann holen wir noch ein paar andere Kühe. Dann können wir den Stall da hinten wegreißen. Dann ist das schon erledigt.
Ich glaube, als nächstes werde ich hier auch mal das Dach hier abändern. Das sieht sehr komisch aus. Kommen die da jetzt raus? Ich mache jetzt den Stall hier kaputt. So. Ist ja egal, wenn die hier rumlaufen. Können wir ja wieder einfangen. Das ist eine Kuh und das ist ein Stier. Das ist gut. Dann kann man die nämlich vermehren. So, kommt ihr mit? Ihr kriegt einen ganz hübschen Stall, ihr beiden. Da wartet auch schon einer auf euch. Ich verstehe nicht, wie das mit den Leinen so funktioniert, aber ich habe immer voll Angst, dass ich die haue, weil die Stiere, die sind echt gefährlich. Die killen dich. Ist nicht so ange. Oh ja, trampeln mir meine Felder kaputt, das ist ganz gut, weil die brauche ich eh nicht. Die muss ich sowieso. Das sind, glaube ich. Nee, das ist eine Kuh. Kuh und Stier, das ist gut. Ich finde, die sehen. Naja, nee, doch, die sehen doch unterschiedlich aus. Ich habe eben irgendwie so das Gefühl gehabt, die sehen ziemlich gleich aus. Kuh und Stier, aber da habe ich mich wohl verguckt. So. Die nächsten, bitte. Ich wette, der Stall wird noch viel zu klein sein, obwohl er riesengroß aussieht und wirkt. Aber so sehr viel. Auch so eine kleine. Bist du krank? Kuckuck. Ist doch krank, oder? Okay. Wenn ich die Kuh angucke, zeigt es mir an Akazienholzzaun. Alles klar. Und jetzt ist es nichts. Also die Kuh ist definitiv nicht da. Scheint irgendwie so leicht an Rinderwahnsinn zu leiden. Bist du da? Ich weiß nicht, ich glaube, die brauchen auch, also so wie ich das festgestellt habe, wenn die Tierbabys haben, man muss denen, glaube ich, auch Futtertröge hinstellen und sowas. Und diese Tierbabys, die werden irgendwie nicht angezeigt. Ich habe das mal mit Schweinen ausprobiert und irgendwie hat er die nicht angezeigt. Hat er mir auch immer angezeigt, dass das ein Grasblock ist oder ein Schlammblock. Aber nie, dass es ein Schwein ist. Und das ist dann immer erst passiert, wenn die erwachsen waren. Und manche sind dann auch irgendwie verschwunden. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Nee, die will nicht. Möchtest du mitkommen? Komm, ich rette dich. Die jetzt, das Schaf jetzt zwischen den ganzen Kühen, da hinten ist noch ein. Zwei sind dann. Oh Gott. Oder kommen die da hinten raus? Wehe. Ja, ich komme schon scharf. Aber hier schwirren bestimmt noch ein paar Schafe mehr rum. Ein paar mehr Schafe. Komm her, du Meerschaf. Hier rein. Danke. Nö, die kommen doch hier nicht raus. Okay, dann muss ich da hinten wohl die beiden Kühe auch noch irgendwie einfangen. Kommen wir denn jetzt hier durch? Irgendwie schon, ja. Das werde ich hier auch noch ein bisschen abändern. Das lasse ich jetzt nicht so. Soll ich ernsthaft da hinten dies. Nee, Leute, könnt da knicken, mache ich nicht. Sollen die da glücklich werden und rumschwimmen?
Ja, das nächste Mal, denke ich, werden wir uns hier nochmal um die Baumform kümmern. Meine Herren, ist das ein Baum. Mal gucken, was da schon an Holz drin ist. Ja, geht. Bin ich mit zufrieden? Das soll ja jetzt nicht so überdimensionales Gefarme hier werden. Es soll mich ja nur ein bisschen unterstützen, dass, falls ich mal viel Material brauche, ich dann da was vorrätig habe. Ja, also wie gesagt, nächstes Mal kümmern wir uns nochmal um die Baumfarm. Dann würde ich gerne vielleicht hier drin mit dem Wohnzimmer schon mal anfangen. Also ein bisschen durcheinander alles, weil wie gesagt, ein bisschen Abwechslung. Wir wollen uns nicht 10 Folgen an einer Aufgabe aufhalten. Und das Dach ist mir eigentlich noch ganz wichtig, weil wenn ich das nicht bald mache, mache ich es höchstwahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise ich vergesse es wieder. Gut, aber bis dahin sage ich erstmal bye bye. Bis demnächst, eure Nizi.